scheint. So ganz sicher kann man sich ja dieser Tage nicht sein, ob die Regierung jetzt wirklich wieder zur Sacharbeit übergehen kann. Erhard Schärfer in Berlin. Gleich wird sich noch die SPD-Bundestagsfraktion in einer Sondersitzung mit dem Fall Maaßen befassen. Warum eigentlich? Naja, da ist Klärungsbedarf und Gesprächsbedarf. Das hat man am Wochenende sehr gut beobachten können, dass da viele Abgeordnete Fragen haben an ihre Partei und eben auch Fraktionsvorsitzende. Denn es gibt sehr viele, die sehr große Zweifel haben an dieser Koalition. Und dazu gehört beispielsweise die Linke in der SPD und einige auch in der parlamentarischen Linken. Und deswegen kann ich diese Frage, die Sie gestellt haben, auch direkt mal weitergeben, Klaus Weidmann, nämlich an Matthias Miersch. Der ist nicht nur stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, sondern auch Sprecher der parlamentarischen Linken hier in der Bundestagsfraktion. Jetzt haben Sie heute Morgen schon gesagt, das sei eine akzeptable Entscheidung, die da jetzt getroffen worden ist. Wie akzeptabel oder für wie akzeptabel hält Ihr Wahlkreis diese Entscheidung oder auch die übrigen Mitglieder der parlamentarischen Linken? Die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe, sagen eindeutig, dass viele Menschen das für akzeptabel halten. Niemand hat verstanden, dass jemand eine schlechte Arbeit abliefert, nicht mehr als Präsident haltbar gewesen ist und er dann noch befördert ist. Das ist vom Eis sozusagen und insofern sage ich ja, es ist eine akzeptable Entscheidung und das ganze Feedback, was ich augenblicklich bekomme, geht in die Richtung. Erzählen Sie doch nochmal über das Feedback, was Sie bis dahin bekommen haben. Ja, das war wirklich alles andere als schön. Das haben, glaube ich, alle Abgeordneten gemerkt. Verständnislosigkeit für diese Lösung, jemanden zu befördern, obwohl er auf einem präsidialen Amt nicht haltbar ist. Mehr noch, ich glaube, das Unverständnis ging eben in die Richtung, verstehen die eigentlich noch, worum es geht? Und deswegen gab es sehr, sehr schnell Signale. Und ich bin froh, dass es unsere Parteivorsitzende Andrea Nahles war, die dann auch gesagt hat, so geht es nicht, wir haben uns geirrt. Die Frage ist ja, wie viel hat sich da festgemacht an dieser Geschichte, an dieser Causa Maaßen? Wie viel hat sich da festgemacht an Unmut, der ohnehin vorhanden ist und der sich dann nochmal Bahn gebrochen hat über diese große Koalition? Denn wir wissen von den Sonderparteitagen und auch von Mitgliedervoten, dass es nicht die Begeisterung übersichtlich gewesen ist von Anfang an. Gerade mal zwei Drittel haben möglicherweise auch zähneknirschend zugestimmt. Wie viel Vertrauen ist in diese Koalition insgesamt noch da, selbst wenn diese Angelegenheit jetzt erstmal überstanden ist? Ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl in der SPD-Bundestagsfraktion auf jeden Fall diesen Koalitionsvertrag umsetzen will. Wir haben viele gute Dinge. Gerade diese Woche werden wir zum Beispiel über die Verfassungsänderung reden, die es dem Bund ermöglicht, in Sachen Bildung wieder den Ländern Geld zu geben, zu investieren. All diese Dinge gehören abgearbeitet. Aber jetzt kommt ein Punkt. Wir erleben seit Monaten einen Bundesinnenminister, Horst Seehofer, der alles blockiert und sabotiert. Und da gibt es ein ganz, ganz großes Misstrauen. Die Hoffnung, die ich jedenfalls habe, ist, dass die Bayernwahl einige Klärung bringt. Er möglicherweise dann nicht mehr Vorsitzender ist und auch die Macht der Kanzlerin nach dieser Bayernwahl wieder gestärkt ist. Ist es nicht ein bisschen zu einfach, es nur an Horst Seehofer festzumachen? Na, ich glaube schon, dass wir feststellen können, vor der Sommerpause hat er einen Streit zwischen der Union vom Zaun gebrochen, der wirklich immer an den Abgrund ging. Und wir haben es jetzt wieder erlebt. Und insofern, glaube ich, ist das tatsächlich der Unruheherd. Aber wir müssen auch sagen, es ist nie eine Liebesheirat gewesen. Die Dinge, die in den Koalitionsvertrag aufgeschrieben wurden, sind möglicherweise auch rangekommen, weil man an der Macht bleiben wollte, gerade von der Unionsseite. Und jetzt muss geliefert werden. Und das knirscht auch in der Alltagsarbeit. Ich bin mir aber sicher und hoffe es, dass jetzt alle begriffen haben, auch für diese Demokratie müssen wir jetzt leisten. Wie viel Vertrauen haben Sie denn noch in die Bundeskanzlerin, dass die hinreichend genug führt, auch um gerade solchen Krisensituationen wie dieser jetzt? Es ist eine sehr spannende Frage. Morgen werden wir eine Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz der CDU-CSU-Fraktion hier im Deutschen Bundestag erleben. Ich glaube, dass die Prozesse hinter den Kulissen, gerade bei den Unionsparteien, sehr massiv sind. Nämlich die Frage, welchen Kurs wollen wir eigentlich? Wie konservativ wollen wir sein? Und das belastet auch die Zusammenarbeit. Aber trotzdem, ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen bei CDU, CSU, die endlich die Sacharbeit haben wollen. Und ich hoffe, dass wir unserer Verantwortung damit auch gerecht werden. Wir werden das beobachten. Vielen Dank, Matthias Miersch, dass Sie vor dieser Sonderfraktionssitzung zu uns gekommen sind und uns ein wenig Einblick gegeben haben in das, was ja möglicherweise gleich auch hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Wir melden uns später nochmal wieder einstweilen zurück zu Klaus Weidmann.